Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Shogun 2 Total War. Was heißt wir? Einmal ich, History Badger, und mein Freund Simpty. Hi. Der jetzt gerade sein einfach am Überlegen ist und leise ist irgendwie. Was? Ja, genau das. Er spielt das Spiel leider nicht, deswegen ihr werdet nur mich trotzdem erleben, aber er ist dabei hier mit mir auf Discord und dabei auch im Chat dabei. Ja, ich will jetzt aber noch du hast das jetzt aufgeschrieben. Mache ich das mit dem Intro. Ist jetzt gerade nicht bei mir angekommen. Alles gut. Ja. So, aber bevor ich ein neues Intro mache, mache ich erstmal hier weiter. In der Kampagne mit Datte. Die Datte-Saga. So, jetzt starte ich auch die Zeit. Wo sind wir stehen geblieben? Stimmt, wir haben uns. Sind ja im Krieg mit Tageda auch und bereiten uns jetzt auf einen Schlag gegen eine Grenzfestung von Tageda. Die zwar nicht an meinem Gebiet grenzt, aber an einem Verbündeten. Und die haben dort auch Meisterwaffenschmiede, das heißt, wenn ich das Gebiet erobere, alle dort rekrutierten Einheiten haben viel stärkere Waffen drauf. Das ist geil. Aber habe ich außerdem so viel Reich? Ja, die Reichweite würde herklappen. Ah, komm. Dran drauf drüber, ne, Marc? Jo. Boah, du spielst auch ganz Strategiespiel, ne? Ich? Gerne. Super gerne. Ich spiele es gerade. Wie bitte? Ich spiele da gerade voll Bock drauf. Ich liebe also... Siedler 5, das ist er, der Kündige. Na, kannst du ja spielen. Oh ja. So, wir greifen die Festung an. Das Wetter ist trocken, also heißt, wir stellen unsere Armee auf. Hören wir gerne nochmal die Ansprache des Generals an. Alter. Der Gegner hat sowas von keine Chance. Jetzt musst du dir echt gleich mal ein Video anschauen. Der Gegner hat echt keine Chance. エレは Dabei fällt mir ein, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Ansprache des Generals nicht übersprungen habe. Ist auch eine sehr schöne Festung. Greifen. Ja, von wo greifen wir an? Boah. Das wird schon etwas tricky. Besten ja von hier, wo wir ja gut, wir können uns ja nur hier hin aufstellen. Erstmal die Infanterieeinheiten kommen alle, ne, auch der General kommt auch noch da hinzu. Sozusagen getan. Bogenschützen können die schon Feuerpfeile benutzen? Ja, brennende Pfeile. Gut. Damit kann ich da auch die feindlichen Türme zum Abfackeln bringen. Ist ja viel besser, als wenn der Feind... Als wenn ich die erobere und der Feind sie zurückerobert, dann wäre es scheiße. Das... Ja. Also, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tageda-Einheiten. 2, 3 Bogen-Ashigarus. Das sind Bauern. 2 Yari Ashigarus und einmal eine Samurai-Gefolge. Aber wie gesagt, werden erstmal meine Bogenschützen deren Turm hier abreißen.
Hä? Warum könnt ihr diesen Turm nicht? Seid doch diesen Turm doch da einfach. Okay. Das ist jetzt verwirrend, finde ich. Schlimm. Nee, nicht schlimm, aber eigentlich mit Feuerfallen konnte ich immer Türme zum Abfackeln bringen. Vielleicht waren es auch nur Pfeiltürme, wo nur Pfeile, weil das hier ist ein Lundenschlossturm, also daraus wird mit Geschossen gefeuert. Und irgendwie kann ich die nicht zum Einreißen bringen. Okay. Normalerweise, so weiß ich, ginge das. Aber irgendwie geht das doch nicht. Also es wird doch noch eine sehr verlustreiche Schlacht. Na super. Aber meine Bogenschützen kriegen schon da derbe was auf die Fresse. Das ist nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Ich habe ja auch nur 4 Einheiten davon. Ich möchte ja später noch 4 Lundenschloss-Einheiten da hinzu tun. Rein mit euch, Schätzchen. Okay, die sind weg. Können jetzt die dorthin. Ich höre die komplett falsche Musik. Was ja auch lustig ist. Was denn? Ich habe Arma 3 vor Frust deinstalliert, das tue ich halt wieder installieren. Okay. Auch du gut, weißt ne? Aber, Kai bereitet extra für uns was vor. Heißt also auch für dich. Ja, wie gesagt, bin ja gerade noch im Runterladen. da. Mein General bleibt da erstmal noch weg, weil das sind zu viele Spieße. Thank you.
Könnte doch noch die Bogenschützen ausrat oder vertreiben von den Gegner. Ja, ist gut. Boah, die halten sich deutlich zäher als gedacht. Das ist nicht gut. Gedanken an Freunden auf Ashigarus, also Bauernsoldaten, in meine Armee reinzutun. Wenn das denn sein muss. Ja. Die armen Bauern. Ja gut, die, so schwach sind die auch wiederum nicht, ne? Die benutze ich eigentlich normal als Garnison, aber natürlich günstiger. Eigentlich müsste ich gewonnen haben. Die sind alle begriffen zu fliehen der Gegner. Aber war mehr rot als blau, aber trotzdem. Ja, Tagedas Farbe ist rot, meines so ein dunkles Blau. So. Ach kommt jetzt, was ist das da jetzt für eine Situation? Du kletterst da mal hoch, du kletterst da mal hoch. Damit ich schön den Gegner mal in den Rücken fallen kann.
irgendwie kann ich das Tor nicht einreißen, weil es ist offen eigentlich. Nur vollgestopft mit Gegnern. Aber deutlich viel zu hohe Verluste. Das fällt mir gar nicht. Endlich. Boah, ich muss echt jetzt jeden einzelnen von denen töten, ey. Echt? Ja. Trotzdem geht die Festung noch nicht als erobert, das ist... Na doch. Hat aber lang gedauert. So, meine Verluste 599 von 1640. Jetzt ist... nicht über viel, aber wiederum zu viel nach meinem Geschmack. Aber dafür kann ich hier jetzt deutlich stärkere Einheiten mit Einheiten mit stärkeren Waffen rekrutieren und habe jetzt ein Gebiet abbekommen. Willkommen. Womit ich bei anderen Clans, zumindest bei einem, mithandeln kann. Das ist schon mal. Notenschloss-Einheiten werden ja noch
bei mir muss das erstmal noch erforscht werden. Dann kann ich die endlich auch. Okay. Ich dachte, er wäre exekutiert worden. Voll gedacht. Ja, zum Glück. War nämlich nur Shinobi, Ninja. Die sind ja für Attentate ziemlich gut. Was? So, dann wollen wir mal weiter. Sohn hinterlassen natürlich. Stimmt, der sollte jetzt dahin. Alles aus der Provinz. Ach ne, ist ja jetzt nicht mehr die äußerste Provinz. Das ist ja jetzt die äußerste Provinz von mir. So. Ah, okay. Das ist geil. Auch wenn es die niemals richtig offiziell gibt. Ja, dann kann man die irgendwo rekrutieren. Da. Und Nabushi. Was wird? Nein, leider kann man die nirgendwo rekrutieren, also ist schade. Oh, ich hab wieder Weltuntergangsszenario. Wieder so stark am Regnen, ne? Nö, ja. Also wie immer. Bei mir ist gerade aber zurzeit noch trocken. Okay, das war's aber auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch hier bei Zimtraucher, dass er mir Gesellschaft geleistet hat. War ich nicht. Finde ich immer wieder klasse. Also macht das Let's Play Spaß. Noch viel mehr Spaß würde es machen, wenn wir natürlich zusammenspielen würden. Aber da möchte ich dir das auch nicht aufzwingen. Aber sonst auch so macht es viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt gelernt. Ja, was kann man gelernt haben? Gut, historisch habe ich jetzt heute keinen Unterricht gegeben, weil es über den derzeitigen Datte-Clan-Anführer eben nicht viel zu berichten gibt. Das Einzige, was es über ihn zu berichten gibt, habe ich ja schon gesagt. In einigen Folgen zuvor. Und ja. Gelernt könnte man sagen, unterschätzt niemals den Gegner. Weil er, obwohl er doch ganz gut zahlenmäßig überlegen war, hat er mir dennoch sehr gut eins auf die Nase gegeben. Wie man sieht. Und Marc, willst du noch was zum Abschied sagen?
Boah, eigentlich dich. Dann Sag. würde ich als Abschied sagen, sehen wir uns jetzt gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Tudu.